Was geht ab, meine Fighter Hoseri, und willkommen zum Team Rating Video Nummer 64. Vielen lieben Dank für die ganzen Einsendungen auch dieser Woche. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr dran teilnehmt, so ist der Link dazu in der Beschreibung, Freunde. Die Informationen gibt es dann im Link in der Beschreibung, der euch dann zum Aufklärungsvideo führt, sage ich mal. Und danach wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie ihr wöchentlich mir eure Teams einsenden könnt, beziehungsweise eure Anfrage stellen könnt. Letzte Woche, beziehungsweise seit neuestem, oder was heißt seit neuestem, seit ein paar Parts, stelle ich euch am Ende euch eine Frage. Also da seid ihr quasi gefragt, ihr bekommt eine Anfrage und ihr müsst mir dann in den Kommentaren, oder ihr dürft, sage ich mal, ihr dürft natürlich in den Kommentaren mich wissen lassen, wie ihr das Team dann bewerten würdet, und die Auflösung gibt es dann am Anfang jedes neuen Videos. Dementsprechend hatten wir letzte Woche die Anfrage von Angry oder Newman hier an der Stelle. Lieben Dank fürs Einsenden, und er hatte wirklich ein sehr schönes und interessantes Team, nämlich ein Dragon Ball Seekers Team, und das war seine Kartliste. Einzelne Anfragen von euch bzw. einzelne Bewertungen von euch habe ich hier mit eingepackt. Die haben es mehr oder weniger auf den Punkt gebracht, um es ehrlich zu sagen. Also vor allem das hier, 10 von 10 Punkten würde ich persönlich für das Team geben. Ja, tatsächlich. Warum? Denn, Freunde, zum einen haben wir hier quasi ein Dragon Ball Seekers Team. Alle Charaktere gehören zum Niederskill, 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, Max Awakened, 8 von 10 Punkten. Und auch seine Charakter hat alles richtig gemacht, 9 von 10 Punkten. Und dann würde ich eigentlich euch auch zustimmen, dass da quasi ein extra Punkt geben würde für 10 von 10, weil das quasi aus den kompletten Leaderskin das beste Team ist, schrägstrich sein könnte. Warum? Nun, zum einen, LR Gopengs mit Giru, die Rotation, die funktioniert so gut. Das ist wie mit C17 und LRGF, sag ich mal. Also, die Rotation ist übel gut, und zudem ist Giru ein Free-to-Play-Charakter, und er macht seinen Job wirklich solide als Supporter, aber macht auch soliden Schaden, sag ich mal, und kann zielen. Und in der Rotation mit LR Gopengs, das funktioniert von der Synergie her so gut, ist wie C17 mit LRGF. LR Arale und Goku ist auch Free-to-Play-Charakter in Rotation mit unserem Int-Goku. Auch eine sehr schöne Rotation, haben wir uns damals oft angesehen. Oder vor ein paar Wochen, sage ich mal. Funktioniert auch sehr gut. Zwei sehr schöne Rotationen. LR Bipan als Supporter rein, raus, oder individuell starker Charakter. Heal, Tankiness und so und so fort. Eine Chance zu stunnen. Und dann, ja, den Boy hier. Den würde ich vielleicht ändern. Warum? Der, was macht Goten? Ich sehe Goten, was er macht, ist, er kommt rein und raus. Ist ein solider Charakter. Sorgt für Rainbow Orbs, erfüllt seinen Job mehr oder weniger, kommt rein, tankt, macht Schaden und geht wieder raus. Da hätte ich mir vielleicht diesen Platz, wenn ich den mit einem Nutzen füllen könnte, dann würde ich das machen. Was meine ich damit? Ich hätte gerne zumindest einen Charakter, der Fierce Battle für Int Goku liefert, wenn er in die Rotation kommt, weil das haben wir hier nicht. Wir haben keinen Charakter, der Fierce Battle für Int Goku gibt. Ansonsten hat er wirklich gute und wichtige Links getriggert mit der in der Rotation mit dem LR Goku und Arale. Und dieser Ise Goten hat leider kein Shattering Limit. Erster Charakter, an den ich gedacht habe, wäre Physisch Pan, die reinpacken, weil sie ist ein Supporter. Und dann habe ich mir sie nochmal genauer angesehen, habe gesagt, warte mal, das stimmt was nicht, das kann nicht sein. Sonst hätte ich das schon irgendwo mal gesehen oder mir mal selbst Gedanken drüber gemacht. Physisch Pan ist nicht in Dragon Ball Seekers. Sie ist nämlich die gegen aus der Shadow Dragon Saga. Deswegen ist Physisch Pan nicht in Dragon Ball Seekers. Aber nicht schlimm. Heißt, diesen Slot kann ich nicht mit einem Support erfüllen, aber es gibt einen ähnlichen Charakter, der wirklich Ähnliches erfüllt wie Goten. Was heißt ähnlich, aber er würde auch rein rauskommen, er würde seinen Job gut machen, wäre ein Nuker, hätte da zusätzlich fürs Battle, das wäre der AGL Trunks. Also vielleicht würde ich den, also ich würde eher dazu tendieren, den AGL Trunks zu awaken, weil der nimmt dann fürs Battle mit, wird danach auch ein guter Charakter, er wäre zwar ein Nuker, aber er würde so wie Isegut in seinen Job mehr oder weniger erfüllen, so rein rauskommen, tanken, gut Schaden machen, solide sein, aber hätte dann zusätzlich noch einen Nutzen, dass er fürs Battle liefern würde für eben die, für Int Goku. Also das habe ich mir quasi so überlegt, wo für mich dann sagen können, okay, das ist eine 10 von 10 mir persönlich, aber auch so funktioniert das. Also da bin ich dann auf jeden Fall kein Spielverderber und würde dem Team auf jeden Fall auch eine 10 von 10 geben. Also habt ihr alle euren Job gut gemacht. Ich wollte das quasi nur erwähnen. Und ich würde eher mit Trunks spielen, weil dann in Kid Goku eben noch viel Battle hätte in der Rotation, in der Trunks dann reinkommt. Alles klar, dann machen wir weiter mit der Anfrage. Die erste Anfrage ist hier an der Stelle von Lil Hinto, lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osuru. Hey Osuru, hier ist mein Pure Saints Team. Ich würde mich auf Verbesserungsvorschläge sehr freuen. Ich liebe deine Videos und Streams. Denn mir gefällt dein Auto, man kann gut mit Fieber und macht weiter. Also vielen Dank für das Kompliment, oh boy. Danke fürs Einsenden. Und zwar haben wir ein Pure Saints Team. Direkt mit dem neuen Vegeta. Sehr schön, das gefällt mir. Alle Charaktere gehen nur dieses Skill an. Ja, dieses Skill von Vegeta, Pure Saints, Keep plus 3, 150 auf alles. Oder Super Glass, Keep plus 3, 100 auf alles. Dementsprechend, ja, passt das. 6 von 10 Punkten. Also Max Level, Max Waked. 8 von 10 Punkte.
Auf den ersten Blick sieht das auch gar nicht mal so schlecht aus, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht würde ich da noch ein oder zwei Änderungen machen. Diese Uyigoku stört mich. Uyigoku an sich ist ein guter Charakter, auf jeden Fall. Also ich will nicht schlecht reden. Aber in der Konstellation hier, der hat kein Super Saiyan. Der kommt rein und raus und das war's. Und dann verabschiedet er sich wieder. Das Gute ist, was du gemacht hast. Du hast einmal Angel Goku und LR Goku. Sorry, Super Saiyan 3 Goku. Die kannst du in einer Rotation spielen. Das würde ich auch so lassen. Over the Flash Super Saiyan haben sie am Start. Das passt auf jeden Fall. Und dann würde ich LR Broly verwerten. Heißt LR Broly, kannst du in eine Rotation spielen mit dem neuen Vegeta. Sie haben an der Stelle dann Prepare for Battle, Super Saiyan und Fierce Battle. Ist nicht Standard-Linkskills eines Super Saiyan, deswegen passt es auf jeden Fall. Heißt, man hätte LR, sage ich. Man hätte Super Saiyan 4 Goku, den man rein und raus rotiert und Ui Goku. Na, Ui Goku hauen wir mal auf jeden Fall raus. Dafür würde ich gerne einen Supporter sehen. Super Saiyan 3 Goku GT gibt jedem 33% und noch viel wichtiger, wenn er in die Rotation mit LR Super Saiyan 3 Goku kommt, hat er nochmal jemanden, der ihn Over the Flash gibt. Dementsprechend würde er dann quasi in der Mitte allein durch Over the Flash, wenn er Angel Goku links hat und Dreifach Goku T rechts, schon mal Ki plus 6 bekommen von den Links jetzt her. Und wir wollen mit ihm auf jeden Fall auf die Ultra Super Attack kommen, weil davon, da ist eine Damage-Quelle, sage ich mal, von LR Goku. Also würde ich auf jeden Fall einen Supporter reinklatschen statt Ui Goku. An sich würde das Team eigentlich schon passen. Da ist dann halt noch ein individuell starken Charakter mit Super Saiyan 4 Goku. Aber wenn du möchtest, könntest du noch einen Support rein tun. Je nachdem, ob du quasi mit zwei Supportern spielen willst. Tora könntest du awaken. Nach seinem Awaken gibt er jedem Ki plus 3 auf den Angriff 30% und das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Da würden beide Rotationen profitieren, sage ich mal. Vor allem der LR Super Saiyan 3 Goku, weil seine Chance-Kelle ist halt die 18 Kilo. Wenn man die erreicht, ist es wirklich gut. Ansonsten, wie gesagt, also die Änderung mit Super Saiyan 3 Goku GT würde ich auf jeden Fall machen, ob dein Supporter reinklatscht oder nicht. Noch einen weiteren Stil belassen, aber nur so mal als Ratschlag. Würde aber dennoch trotzdem probieren. Oder vielleicht probierst du einfach mal rum und guckst, okay, kommt der LR Super Saiyan 3 Goku gut auf seine Ulti? Nein, dann könntest du vielleicht noch Tora reinklatschen. Wenn doch, dann passt es doch ganz. Das passt, dann passt doch alles auf jeden Fall. Und ja, Pure Saiyan Team, Freunde, wisst ihr auf jeden Fall, da geht sehr, sehr viel. Also man könnte auch die Rotation anders gestalten. Aber wenn man versucht, die LR gut, ja, wenn man die LR gut verwerten kann in ein Team, in Rotationen, dann versuche ich erstmal das zu machen, weil LR-Charaktere sind halt immer noch LR-Charaktere. Die sind schon in einer anderen Liga. Das ist mir erst neulich aufgefallen, so als ich die Teams gebaut habe, so für mich mit dem neuen Vegeta. Ein LR-Charakter ist halt ein LR so, weißt du, was ich meine? Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn du Super Vegeta Int, der ist ja richtig geil, linkt sich mit 7 von 7 Linkskills, den neuen Vegeta, aber wenn du dann LR Broly oder LR Majin Vegeta reinklatscht, dann merkst du halt schon, dass die trotzdem noch LR sind und auf dem Radar gut Schaden haben und auch eigentlich auch overall, sag ich mal, gut tanken, wobei LR Majin und Broly ja nicht selbstständig eine Verteidigung haben, aber trotz ihren Sätzen, die hat dennoch wirklich gut am Start, so wisst ihr, was ich meine. Aber gut, dann kommen wir mal zum nächsten Team. Das nächste Team ist hier an der Stelle von Golden Monkey. Lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Timosuru. Hey ho, was geht ab? Wollt ihr fragen, ob das Pure Saints Team so am besten ein bisschen gut wäre? Mach weiter so. Hoffe, du bekommst noch mehr Aufmerksamkeit. Mein Boy, vielen lieben Dank für das Kompliment. Und, oh, wir haben noch ein Pure Saints Team. Ja, Pure Saints Only wird wahrscheinlich heute sein, mehr oder weniger. Der neue Vegeta wieder am Start. Alle Charaktere gehören zum Leader Skill. Jetzt 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Level, Max Awake 8 von 10 Punkten. Und sehr schön, Thales, Paragus, zwei sehr, sehr gute Supporter für die Pure Saints hier, okay. Verstehe ich auf jeden Fall, was du gemacht hast. Denn hier haben wir auf jeden Fall Over the Flash und Super Saiyan für Majin Vegeta. Ist da das Mindeste, aber bei einem Majin Vegeta reicht das schon aus, das werdet ihr merken. So ist er dann das, was ich meinte, auf jeden Fall noch ein LR. Und Vegeta mit Broly kann man auf jeden Fall spielen. Prepare for Battle, Super Saiyan, Fierce Battle und Prodigies. Aber, was dann eben meinte, wenn ihr LRs verwerten könnt, Freunde, nur rein damit. Mein Boy, du hast ja ein LR Super Saiyan 4 Vegeta. Den tust du mir auf jeden Fall rein. Zum einen, da haben die Vierfache natürlich Saiyan Raw, das sind 25% auf den Angriff. Aber ihr müsst nicht dann immer, also wenn ihr dann keinen anderen Partner für ihn habt, der kein Saiyan Raw hat, dann, beziehungsweise ich sag das mal so, vielleicht gibt es manche von euch, die quasi denken, wenn mein Vierfacher Vegeta kein Saiyan Raw hat, dann kann ich auf ihn vielleicht auch verzichten oder dann kann ich ihn nicht richtig ausschöpfen. Nein, es geht auch ohne Saiyan Raw. In dem Fall kannst du zum Beispiel, worauf ich hinaus wollte, dein LR Super Saiyan 4 Vegeta mit dem Physisch Vegeta in einer Rotation spielen. Warum? Denn Physisch Vegeta hätte Saiyan Pride. Er hat zwar kein Saiyan Raw, aber er hätte zusätzlich Saiyan Pride. Ein vierfacher Vegeta hat auch Saiyan Pride, wären 15% auf den Angriff. Oder du hast den Super Saiyan 4 Goku. Du könntest einen Super Saiyan 4 Goku mit LR Super Saiyan 4 Vegeta spielen. Der hat auch Saiyan Raw. Die linken sich wirklich sehr, sehr gut an der Stelle. Und genau, also Super Saiyan 4 Vegeta würde ich auf jeden Fall reinbringen. Die Sache ist jedoch,
Es ist vielleicht ein wenig schwierig zu ändern. Warum? Folgendes, wenn wir jetzt alle Super Saiyan für Vegeta mit Fuß Vegeta reintun, wo hauen wir Broly raus? Broly ist wirklich auch ein so guter Charakter. Und die Frage ist, willst du Majin verwerten? Kannst du auf Majin verzichten oder auf physisch Broly? Deswegen nenne ich die vielleicht mal einzelne Konstellation, weil ich nicht weiß, auf wen du verzichten willst oder auf wen du verzichten kannst. Nun, zum einen, wie gesagt, wenn du physisch Vegeta mit LR Super Saiyan 4 Vegeta in der Rotation behältst, dann kannst du vielleicht statt Paragus Tora mitnehmen, denn Tora oder Super Saiyan 3 Goku GT, denn die beiden hätten als Support das Saiyan Raw. Kannst du vielleicht machen, auf jeden Fall. Dann verzichtest du auf den guten Buff von Paragus, sag ich mal, 40% Attack und Death. Aber du hättest dann halt einen am Start, der noch Saiyan Raw hätte, falls ja, du selbst kein Saiyan Raw hast in der Rotation. Das kannst du auf jeden Fall machen, wenn du dich ein wenig auf LS Super Saiyan 4 Vegeta, ja, ich wollte gerade Vegeta sagen, Vegeta konzentrieren willst. Ich bekomme immer die Frage, warum bevorzuge ich Thales statt Paragus? Paragus gibt doch noch 40% auf die Verteidigung. Thales gibt es da ein Key mehr, aber darauf will ich nicht hinaus. Freunde, Thales ist ein Dokkan-fester Charakter. Thales an sich, schaut mal die Stats an im Vergleich, Thales an sich ist viel, viel besser. Overall, die Link-Skills sind wirklich sehr, sehr gut in den Teams, in der vertreten ist. Hier in der Stelle wäre es quasi mehr oder weniger dieselben Link-Skills, aber Thales an sich ist ein Dokkan-fester Charakter. Der macht richtig guten Schaden und der gut tut auch noch Supporten. Der hat eine Medium-Chance, kann sich transformieren und. Also Thales würde ich da schon eher bevorzugen, sag ich mal. Genau. Oder du spielst dann Super Saiyan 4 Goku mit LR Super Saiyan 4 Vegeta. Wäre dir selbst überlassen. Also könntest du auch machen. Dann müsst ihr diese Rotation auflösen. Auf Majin und Gott Vegeta verzichten zumal vielleicht. Oder du spielst nur mit einem Supporter und tust dann. Moment. Ich hatte irgendwas im Sinne. Ja, es ist halt schwierig, Majin Vegeta zu verwerten, ohne einen anderen Charakter, der over eine Flash hat oder Shattering Limit. Du könntest auch Evo Vegeta mit physisch Broly in der Rotation spielen, okay? LR Super Saiyan 4 Vegeta mit physisch Vegeta. Dann, ja, Majin würde ich nicht raussortieren. Dann verzichtest du halt legit auf Majin. Also das wäre mal eine Konstellation, wo du auf Majin Vegeta verzichtest. Oder du tust auf einen Supporter verzichten und tust Broly rein und raussortieren. Hättest dann Majin mit Gott Vegeta und LR Super Saiyan 4 mit physisch Vegeta. Genau, also wie gesagt, ich weiß halt nicht, auf was du verzichten willst, auf was du verzichten magst. Du kannst natürlich hier in der Konstellation, wie gesagt, einfach LR Super Saiyan 4 Vegeta reinklatschen, sei es für einen Supporter oder für Broly, oder tust Broly rein raus und tust auf den Supporter verzichten. Im Endeffekt kannst du mich gerne wissen lassen, für was du dich entschieden hast, aber den LR Super Saiyan 4 Vegeta, da würde ich auf jeden Fall in diesem Team verwerten. Und genau, das wären so meine Gedanken zu dem Team. Ihr könnt uns auf jeden Fall noch gerne wissen, dass ihr das Ganze spielen wollt. Wenn du komplett auf Majin verzichten willst, kannst du auch Evo Vegeta mit Broly spielen. Und dann zum Beispiel noch den AGL Broly rein und raus rotieren, hättest aber auch dann nur einen Supporter am Start. Also, ihr merkt es, Freunde. Ihr merkt es wirklich. Wir sind im Pure Saints Team. Oder speziell in dem Leader Skill von Vegeta. Da geht wirklich sehr, sehr viel. Und vieles ist auch richtig, so ist es nicht. Aber wenn du ein LR gut verwerten kannst, dann würde ich sagen, nimm ihn in das Team. Und der Schild wäre Super Saiyan 4 Vegeta. Ich habe dir jetzt ein paar Sachen genannt, ein paar Konstellationen, die ich so im Kopf hatte. War vielleicht ein bisschen viel, vielleicht ein bisschen Wirrwarr. Aber würde mich schon interessieren, für was du dich dann im Endeffekt entschieden hast. Aber, also, FIFA Vegeta würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber wie hältst du dann die andere Rotation? Wen tust du rein rotieren? Spielst du mit Zeitsupport mit einem? Das würde ich dann im Endeffekt schon auf jeden Fall gerne wissen. Okay, dann haben wir an der Stelle hier noch eine weitere Anfrage. Jesse, lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar, Alter, jetzt doch richtig vorhin. Machen wir das Ganze erstmal so. Hashtag Team Osolo, wollt ihr fragen, ob du mein Movieboss-Full-Power-Team verbessern könntest? Ja, gucken wir mal auf jeden Fall rein. Warum nicht? Dafür sind wir ja da. Wir haben folgendes Team, Freunde. Jeder Charakter gehört zu der Kategorie. Alle sind Max Level, Max Awake, sorry. Nein, also Max Level sind jede für den Start nur 7 von 10 Punkte, aber dieser Super Saiyan 2 Gohan ist nicht Max Awaked, heißt 7 von 10 Punkte behalten wir auf jeden Fall. Und den Gohan nehme ich auf jeden Fall erstmal ins Visier, das sind seine Charaktere, könnten wir zum Beispiel gerne einen Blick drauf werfen und diesen Grafen habe ich dann im Endeffekt erstellt. Du hast einen 69% Full Power Goku, den würde ich schon verwerten. Sei es jetzt, ob du physisch Broly mit dem AGL Broly in der Rotation spielst, dann Full Power Goku rein und raus sortierst. Geht auf jeden Fall, weil die Rotation hat auch Shocking Speed. Das würde funktionieren, AG Broly auch. Oder ob du Full Power Goku mit Super Saiyan Broly in einer Rotation hältst und dann AG Broly rausrotierst, würde auch funktionieren. Die Zeit, also Freezy als Support, sehr gut. Movie Boss Supporter, Full Power Goku würde zwar nichts bekommen, aber nicht schlimm. Verzichte da drauf. Aber Freezy als, Golden Freezy als Supporter, sehr gut. Und dann, andere Rotation ist halt die Frage, ob du cooler mit Metal Cooler spielen willst oder cooler mit Angel Golden Freezer. Würde eigentlich beides funktionieren.
mit Engigo und Freezer haben sie besseren Angriffboost. Mit Cooler hat er mehr Ki. Also würde Elemental Cooler vielleicht entgegenkommen. Könntest du auf jeden Fall mal testen. Problem: Engigo und Freezer und Elemental Cooler funktionieren nicht so gut. Haben nur einen Link-Skill, wenn mich alles täuscht. Aber wie gesagt, ob du dann Elemental Cooler mit Cooler spielst oder Golden Freezer mit Cooler, würde beides funktionieren. Ich teste einfach mal. Vielleicht gehst mal rein und guckst, was dir einfach mehr gefällt. Würde auf jeden Fall beides gut tun. Ein bisschen funktionieren. Und ja, das wäre quasi meine Änderung. Full Power Goku würde ich verwerten. Der ist auf 69%. Der Full Power Goku an sich ist wirklich ein sehr guter Charakter, Freunde. Also wenn ihr Full Power Goku gezogen habt, also in Sachen Link-Skill-Setup ist er wirklich sehr gut. Damage ist er gut. Tanken tut er auch so, die sag ich mal. Full Power Goku ist wirklich ein sehr guter Charakter. Weil der ist auch so ein Charakter, der neben Prepare for Battle noch etwas zusätzlich hat. Und in dem Fall Prepare for Battle und Shocking Speed. Und hat GT-Logo. Okay, dann kommen wir zu der Anfrage für euch. Und zwar ist das Team von The Real Broly. Lieben Dank fürs Einsenden. Die Anfrage ist, beziehungsweise die Frage, Hashtag Team Osoru. Mau! Hey Osoru, was könnte ich verbessern bei meinem Pure Saints Team? Bist du der beste? Dankeschön fürs Kompliment, was geht ab? Und zwar haben wir dann folgendes Team, Freunde. Das ist die Anfrage für euch. Schreibt mir in den Kommentaren, wie würdet ihr das Team bewerten? Wie würdet ihr das Team ändern? Ich lasse mal die Charakterliste durchgehen. Und dann gibt es die Auflösung quasi im nächsten Team Rating Video. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Für dieses Team Rating Video wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Oder wenn ihr das an irgendeinem anderen Tag seht, auf jeden Fall einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.